Licht anleuchtet. Es geht los. Servus. Okay. Grüß dich. Wie geht's dir? Gut, danke. Ja, wir sitzen. Also, fast, ja. Meine auch. Stell dich doch mal ganz kurz vor für die Zuschauer. Heiße Bala Thomas, komme aus Karlsheim, Walhausen und bin leidenschaftlicher Bodybuilder, sagen wir mal so. Okay. Und du hast vor, diesen Herbst zu starten? Ja, im November. Im November? Das ist die deutsche Meisterschaft. Okay, in welcher Bodyklasse wirst du sein? Ich werde wahrscheinlich in Athletic Over 40 starten. Okay. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen was getan gegenüber von letztes Jahr. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen Ergebnisse erzielen kann. Das ist ein gutes Feld, muss ich sagen, Athletic Over 40. Es ist echt richtig, richtig toll. Ne? Habe ich schon gehört, wird ziemlich stark sein. Ja, aber macht ja nichts. Man soll sich ja auch mit den Besten messen. Nur so kann man auch immer besser werden. Ne? Genau. Wenn man natürlich sich nicht verbessern muss, wenn man gewinnt, dann ist halt auch irgendwann langweilig. Genau. Was ist jetzt dann quasi der oberste Ziel? Machst du jetzt die Süddeutsche? Logisch. Süddeutsche natürlich mit Weiterkommen. Qualifizieren natürlich. Das ist wie immer, sonst brauchen wir gar nicht starten. Richtig. Das ist also das Ziel Nummer eins, dann auf der Deutsche natürlich weiterzukommen, gucken, dass man unter die ersten drei kommt. Wenn das natürlich reicht, ja, muss man uns, ich gebe mir Mühe, sage ich mal, ich gebe mein Bestes. Und dann natürlich, Universum. Und dann natürlich, wenn die Chance oder wenn der Wind so steht und es der liebe Gott so will und das gesundheitliche auch alles in Ordnung. Also ich kann gleich sagen, Universum, die ersten fünf qualifizieren sich. Das heißt, das ist gut. Wenn du sagst, du peilst mal die ersten drei Plätze an, sag jetzt mal so, ja, dann bist du definitiv dabei. Du dürftest auch rein theoretisch Platz 5 werden. Die ersten 5 sind 100% nicht dabei. Oh, das ist ja natürlich. Und das ist der Vorteil, weil wir eben in Deutschland die Universen jedes Jahr ausrichten. Ne? Mhm. Und natürlich, dann kommt der Ostblock. Und dann kann man sich nochmal so richtig schön messen nochmal, weil wir wissen ja, dass da auch nochmal ganz schön viel Potenzial da drin ist. Ja, da guck mal, da sind die Jungs auch frisch, ja. Du hältst es ja selber, du bist glaube ich selber gebürtiger Ungar, oder? Ja, genau. Dann weißt du ja, was da drüben rumfliegt. Ich war jetzt im Sommer, habe ich Urlaub gemacht, ich war unten, ich war im Studio, war ich unterwegs, also ich habe mich nicht lumpen gelassen. Da muss ich schon sagen, also die Jungs im Off-Saison, wenn die nur so trainieren, ist schon ziemlich stark. Da können wir richtig gespannt sein, was wir da jetzt noch haben im Herbst. Und ich freue mich natürlich, dich auch auf der Bühne zu sehen. Also wir werden uns ein paar Mal über den Weg laufen. Auf jeden Fall. Zumindest Süddeutsche werden wir uns sehen und auf der Deutschen im Universum. Müssen wir abwarten. Ich möchte ja, nicht einfach vorgreifen. Genau, das ist zwar ein Traum, aber mal schauen, vielleicht kommen wir mal. Ja gut, wie schon gesagt, desto härter das Feld ist, desto geiler ist es auch auf der Bühne. Ja, natürlich. Das ist immer schön. Alles klar, dann wünsche ich dir viel Spaß heute noch bei Route to Stage. Danke, wünsche ich dir auch. Und dann bis demnächst. Jawohl, danke. Servus. Ciao.